Nike, der Laden, der wirklich hart gegen irgendwelche Botter oder Fakes vorgeht, feiert Piraterie und bringt extra einen Sneaker raus. Jo, den musste ich unbedingt haben. Vor allem aber wegen diesem Totenkopf hier unten auf der Sohle. Wisst ihr, für was das steht? Für Pirate Radio, weil so heißt dieser Sneaker ja auch, Air Max 90 Pirate Radio. Und das hier, also dieser Totenkopf, das soll einen Piratensender darstellen und die ganzen Kreise drumherum, das sind halt die Frequenzwellen, die von dem Piratensender weggehen. Was hat es mit diesem Pirate Radio auf sich? Eigentlich genau das, was der Name auch schon sagt. Die Engländer, die haben 1960er Piratenradiosender betrieben auf Schiffen im internationalen Gewässer und haben einfach Musik abgespielt, die von der BBC, also bei sich zu Hause, einfach mal nicht abgespielt wurde. Und die haben es eigentlich auch beibehalten bis jetzt. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Piratenradiosender, bei uns ja eigentlich auch. Und was wir nicht vergessen dürfen, also bei YouTube ist es ja die GEMA. Das heißt, wir brauchen die Lizenzen, wenn irgendwelche Musik gespielt wird. Und bei den ganzen Radiosendern ist es einfach nichts anderes. Sie müssen auch lizenziert werden. Und ja, Nike, nice Move, dass sie sowas feiern. Sehr interessant. Der Schuh ist sehr clean. Wir haben hier praktisch überall weißes Leder. Wir haben goldenes Swoosh auf diesem Schuh. Ja, und vorne so ein Nike Air Max Grills. Ja, werde ich natürlich, also ich will einen Schuh tragen. Ich werde es natürlich wegnehmen, aber für die Mädels ist natürlich ziemlich geil. Für mich ist es ein bisschen zu viel Flex. Einfach viel zu viel Gold auch. Die Swooshes reichen mir. So wie es aussieht, sind vier verschiedene Ledersorten auf diesem Schuh. Wir haben natürlich eine komplett belederte Zunge. Wir haben vorne und also im Toe-Bereich und auch im Heel-Bereich einfach das gleiche weiche weiße Leder. Vorne in dem Bereich hier, also die Crash-Pad-Abteilung, nennen wir es mal so, auch hier an der Seite, erinnert eigentlich ziemlich stark an dieses super weiche Leder von dem Air Jordan 4 Fire Red. Es ist echt cool. Und an der Seite hier, dieses fette Leder hier, das ist so richtig dickes Kalbsleder. Ein Detail haben sie natürlich nur auf der Heel versteckt, und zwar die Sinuskurve bzw. die Radiofrequenzwellen haben sie dort auch abgebildet. Normalerweise würde ja bloß ein Swoosh da sein oder ein Nike Air Schriftzug da stehen. Und da es ein Air Max ist, haben wir natürlich auch eine ziemlich fette Air Unit hier, die wir auch sehen können bei diesem Schuh. Weshalb ich ihn unbedingt haben wollte, ist diese Halo Blue Translucent Sohle mit diesem geilen ja, Skull mehr oder weniger oder halt diesen Totenkopf drauf. Was ziemlich cool aussieht, wird keiner sehen, weil also niemand, der hinter mir läuft, schaut auf die Sohle vom Schuh oder sieht die Sohle von dem Schuh. Aber es ist einfach geil, das zu haben. Gefällt mir echt gut. Ist dieser Air Max 90 sein Geld wert? Ja, wir haben hier Top-Leder, Top-Verarbeitung, richtig geiles Ding. Also ich kenne viele Air Max-Modelle, die nicht so gut verarbeitet sind. Es ist ein ziemlich cooles Ding, und wenn ihr mit den goldenen Swooshes und mit diesen Grills hier vorne zurechtkommt, ist der Schuh auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Also mega geiles Ding. Für heute sind wir fertig. Lasst mir gerne ein Abo da. Macht's gut. Ciao.